S-Bahn-Sprinter. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Sim World 3, der Danny spielt das. Willkommen in Markkleeberg, Gerschwitz. Sie werden einen Zug steuern, der auf dem Weg nach Leipzig Messe nur an ausgewählten Orten hält. Ja, bringen Sie den Zug in Betrieb und bereiten Sie sich auf die Abfahrt vor. Ja, das ist heute unser Auftrag. Und unser Zug ist die Baureihe 182, wie ihr seht. Ich mache da gleich mal ein Foto von, würde ich sagen. So, und dann steigen wir auch schon ein. So, ihr seht übrigens, wo wir sind, ist klar, in Markkleeberg-Gaschwitz. Wunderschöner, oi, das war jetzt zu weit. Aber ja, kann passieren. So, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Stufen hinaufsteigen. Dann hier rein. Aber ist natürlich als allererstes mal dieses Fahrzeug fordern. Decklichter. So. PCB ein. Natürlich den Haupt. Den links auf volle voraus. Die Bremse auf volle Leistung. Dann wieder auf 1B. Türen entriegeln. Den machen wir wieder auf neutral, denn wir müssen noch kurz nach hinten. Wir müssen natürlich unsere Zugsicherungssysteme einschalten. IFA ein. LCB ein. Isoliert. Normal, so. Gut, dann haben wir das. Machen das wieder zu. Natürlich haben wir noch AFB einzuschalten, sehr logisch. Nein. Da. AFB. Wunderbar. AFB. AFB. So, wir sollen bis 8.30 Uhr warten, beziehungsweise bis 8.03 Uhr. Das wäre jetzt gleich. Türen verriegeln. Machen unseren Fahrtrichtungswende natürlich wieder nach vorne. Die AFB noch auf 40. Beziehungsweise auf 30. So, und dann sollen wir die Bremsen lösen. Aber müssen natürlich Lichter einschalten. So. Das einschalten. So. Dann würde ich sagen, sind wir soweit. Lösen die Bremsen und können wir eigentlich auch abfahren, oder? Auf geht's! Zugbeeinflussung. So, befreit haben wir uns auch. So, nächste Station, Leipzig-Konnewitz. In 5,8 Kilometer. IFA. Wunderbar. Wunderbar.
Oh, 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 oh. Wo ist hier der? Da. So. Leipzig Hauptbahnhof. Wir machen Leipzig Hauptbahnhof. So. Das dürfte jetzt auch passen. Ja, nein, warum nicht? Ach, das ist doch scheiße. Sorry, aber... Bestätigen. So. Schneller werden hier. Ja, jetzt sieht es doch viel besser aus. Wunderschön. Wunderschön. Sifa. Ah, wunderschön. Ah, Errungenschaft freigespielt, freigeschaltet. Baureihe 182. 182 Sprinter. Sehr, sehr schön. Und dass ich jetzt Leipzig ausgewählt habe, hat natürlich einen ganz bestimmten Hintergrund. Insider wissen natürlich, wo ich meine nächste Tour hin... oder wo mich meine nächste Tour hinbringen wird. Nämlich an den Leipziger Hauptbahnhof im Frühjahr. Und freue mich da schon ganz derbe drauf, muss ich ehrlich sagen. War noch nie in Leipzig und es hat mich immer mal gereizt, da hinzukommen. Und ja, wie gesagt, das ist mein nächstes Ziel. Wunderschön, ist einfach so. So, dann sind wir auch gleich schon in Leipzig-Konnewitz. Jetzt soll ich schon mal die Leistung wegnehmen und leicht anfangen zu bremsen. Nämlich nur noch einen Kilometer bis da. So. Damit wir doch einigermaßen... Damit wir auch einigermaßen gescheit am Bahnsteig anhalten. So, nicht zu viel. Jetzt wieder ein bisschen. Das ist nämlich schon der Punkt. Für da ja nicht drüber sausen. Aber das sieht doch ganz gut aus. Sehr schön. Öffne die Türen hier in Leipzig-Konnewitz. Während dein Rapid-Transit abfährt. Das ist also Leipzig-Konnewitz. Für alle die, die das vielleicht nicht kennen, wozu ich auch gehöre. Da oben der schöne Übergang, auch schön. Wo man dann zu den verschiedenen Bahnsteigen kommt. Aber was mir auffällt, die Treppen gehen nur in diese Richtung runter. Ne? Das ist natürlich... Hätten sie vielleicht in beide Richtungen machen können, aber vielleicht war das auch zu teuer, wer weiß. Ich weiß ja nicht, wie es dann wirklich in Leipzig-Konnewitz aussieht. Leute, die in Leipzig wohnen, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so ist, dass die Treppen wirklich nur an einer Seite sind. Also, wer sich da auskennt, schreibt es gerne in die Kommentare.
So, ich würde sagen, dann haben wir wieder mal soweit, wenn wir die Türen schließen. Lösen derweil die Bremse. Nächster Halt, Leipzig-Bayerischer Bahnhof. Auf geht's! Warum ist jetzt der Zugzielanzeiger wieder weg? Was soll denn der Blödsinn? Ach, ich verstehe es nicht. Ich habe es doch vorhin bestätigt. Ihr habt es doch gesehen, dass es geleuchtet hat. Was ist denn für ein Bug hier? Komisch. Komisch, komisch manchmal. Manchmal blicke ich da nicht durch. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, das haben wir geschafft. Auf 1000 Hertz, da ist Befreiung möglich. Zugbeeinflussung. So, nächste Station Leipzig Bayerischer Bahnhof. Aber ihr habt es gerade gesehen, ne? Wir hatten nicht viel Zeit auf 85 zu kommen. Aber ich habe es diesmal zur Abwechslung dann doch mal geschafft. So, da sollten wir auch einigermaßen pünktlich ankommen. Wunderschön, wunderschön. So, na, lass uns noch ein bisschen rollen. Ah, das war zu viel, das war zu viel. So. Was ist denn jetzt für ein Blödsinn? Naja, ist halt im Tunnel so. Kann man nicht ändern. Das ist schon eine schöne Lok, muss ich sagen. Also gefällt mir. 182.023 Strich. Wo? Wir verriegeln die Türen, lösen die Bremsen. So, nächster Platz, Leipzig-Wilhelm-Leuschner Platz. Dann sind wir schon nicht mal mehr 800 Meter.
Na, ob wir das pünktlich schaffen, stelle ich jetzt mal ein Fragezeichen hinter. Ja, einigermaßen. FIFA. So. Ich kann hier nicht weiter da zum Bahnsteig, wenn ich das in der Außenansicht habe. Das ist wohl tunnelbedingt. Die Anzeige sind schon wieder weg. Ich kann's euch nicht sagen, woran es liegt. Immer wieder weg. So, wir verriegeln die Türen. Lösen die Bremsen. Nächste Station, Leipzig Markt. Der Sound ist geil, oder? Mega. Oh, da brauchen wir gar nicht so weit aufschalten. Sind wir ja auch schon direkt. Steht da wirklich Aufmerksamkeitspedal? Die SIFA? Wahnsinn. Aufmerksamkeitspedal, ich fasse es nicht. Zack. Auch das hätten wir geschafft. Dann müssen wir auch schon bald am Hauptbahnhof sein. Ist schon wieder weg. Ach, dann leg mich doch. Sorry, aber habe ich keinen Bock drauf, das jedes Mal neu einzustellen. So, 230 km/h darf die schnell fahren. Höchstgeschwindigkeit. Ja, das denke ich reicht ja auch. So, dann hätten wir das auch geschafft. Nächste Station, Leipzig Hauptbahnhof. Tief, wohlgemerkt.
So, dann bin ich mal gespannt, was wir danach zu tun haben. Pünktlich haben wir es diesmal auf jeden Fall geschafft. Tag, Kollege, was guckst du denn hier so rein? Kann ich leider nicht mitnehmen. Es ging die Sicherheitsbestimmungen. Tut mir leid. So, Tür verriegeln. Nächste Station, Leipzig Messe. Zugbeeinflussung. Sowieso noch 85 verlangsamen. Ich denke, das kriegen wir hin. Boah, 4% Steigung. Holla die Waldfee. Alter Schwede. Zugbeeinflussung. So. Sifa, Sifa. Komm mal wieder außerhalb des Tunnelsystems. Wunderbar. Sifa, Sifa. Da kommt der Gegenzug. Vielleicht dürfen wir sogar auf 160 fahren. Für nicht mal mehr einen Kilometer. Weiß nicht, ob es das wirklich bringt dann. Aber naja, warten wir mal ab, was gleich passiert. Glaube, 160 macht gleich nicht mehr allzu viel Sinn.
Weil wir nämlich jetzt schon hier am nächsten Zielpunkt ankommen. Wenn auch nicht ganz pünktlich. So, Leipzig Messe hätten wir dann auch erreicht. Aha, bitte nicht einsteigen. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Ah, der hat noch eine Fahrt vor sich, Leipzig-Konnewitz. Leipzig-Konnewitz will er hin. So, so. Türen verriegeln. So, nun fahren Sie den leeren Zug von hier bis Delitzsch unterer Bahnhof. Ah. Ja, das werden wir natürlich tun. 15 Kilometer haben wir jetzt vor uns. Dann werden wir das mal in Angriff nehmen. Auf geht's. Nonstop, wohlgemerkt. Die Fahr. Was wir dann in Delitzsch zu tun haben, das werden wir dann sehen. Ob wir dann noch irgendwie einen Zug vorbereiten müssen oder einen Zug abrissen müssen oder in die Abstellung. Bin da echt gespannt. LZB, endlich. Das hilft. Schön hier.
Wunderschön. Also ich freue mich richtig auf Leipzig und die Gegend hier. Es ist wunderschön hier. Auch schöne Fotostellen, wenn ich das da links so sehe auf dem Rasen da. Kann man sich da schön positionieren und filmen. Also richtig schön zum Spotten hier. So, 7 Kilometer noch. Aber warum das mit dem Zugzielanzeiger nicht funktioniert, naja. Kann ich nicht verstehen. Kann ja nicht sein, dass man den immer wieder einstellen muss und sich der immer wieder von selber löscht. Das ist ja, weiß ich nicht. Finde ich keinen Reim drauf. Sifa, Um Sifa. Gottes Willen. So, gleich 60. Das sollten wir dann gleich mal langsam hinarbeiten, wenn wir dann auch gleich schon in Delitzsch sind. Ah, das macht die LCP schon von alleine. Das macht die LCP schon von ganz alleine. Wunderschön. Zugbeeinflussung. So, und da sehe ich schon unser Ziel. So, unsere 60 haben wir dann auch erreicht. Pitzig. Ach, wir stoppen ganz von alleine. Perfekt. Sifa, Sifa. Na, einigermaßen. So, nun, gute Arbeit. Diese Aufgabe wäre erledigt. Haben wir die Szenario jetzt beendet? Stellen Sie den Hauptschalter auf aus und die Parkbremse auf an. Das machen wir. Parkbremse muss ich mir eben auch stehen. Steigen Sie aus, um Ihre Arbeit zu beenden. Das werden wir tun.
So. Nee, falsch. Da war natürlich die Tür wieder zu. Und das ist also Delitzsch. Scheint kalt zu sein, so wie die hier rumrennen. Alle in dicker Jacke. Naja, dann ist das wohl so. So, dann gehen wir hier mal auf den Punkt und beenden unsere Arbeit. Und sehen uns an, was wir errungen haben. Gold! Na, wer sagt's denn? So, ich würde aber vorschlagen, na gut, zum freien Spiel können wir nicht. Dann sage ich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Danny spielt das. Das war's mit dem Szenario und mit diesem Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Euer Danny spielt das. Haut rein. Bleibt sauber. Macht's gut. Bye. Bye.